Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit Thomas Compagno und der Andrea Meier. Heute laufen wir auf der Via Alpina vom Hausberg von Montreux, Roche-Donnet, bis nach Rossinière. Das ist eine Wanderung für Gipfelstürmer, aber auch für Geniesser. Warum? Das erfahren wir gerade. Schon die Fahrt mit der Zahnradbahn auf den Hausberg von Montreux, Roche-Donnet, stimmt uns fröhlich. Bei schönem Wetter sieht man den Eiger, das Mont Blanc-Massiv, den Lac Léman und sogar die Wasserfontäne von Genf. Und der erste Höhepunkt ist nicht weit weg. Wir sind hier in einem ganz speziellen Alpengarten auf 1900 Meter. Da werden über 1000 alpine Pflanzen geschützt und kultiviert. Ganz in der Nähe vom Alpengarten gibt es aber auch noch ein Murmeltierparadies, was vor allem für Familien interessant ist. Wir müssen allerdings mit denen in der freien Wildbahn Vorlieb nehmen und haben für den Abstecher keine Zeit. Vor uns liegen 6 Stunden Wanderzeit. Wir sind auf der Via Alpina und laufen heute noch bis nach Rossinière. Les Essets über den Golden Chaude führt den Weg über schöne Bergkämme. Unser nächstes Ziel ist von kulinarischer Art. Wir sind jetzt hier unterwegs zum Chalet du Golden Chaude. Das ist eine der wenigen Alpen, wo noch der typische Etiva-Käse hergestellt wird. Und zwar nach einem traditionellen Rezept auf einem offenen Feuer. Von oben sieht man bereits die Käserei. Bis wir dort unten sind, schlängelt sich der Weg aber noch um ein paar bergige Kurven. Vor Ort erfahren wir dann leider, dass der Käse sich an der Schulter verletzt hat. Darum sind nur seine Gehilfen da, die unterdessen den berühmten Etiva-Käse in die entsprechende Form bringen. Es geht ohne Käse-Degustationspause gerade weiter nach Donau und Domba. Der Thomas formiert sich ab dort zum Türli-Öffner. Wir haben heute noch gut 4 Stunden Wanderweg vor uns, darum laufen wir ein bisschen zackiger. Im Blick haben wir den Engrain-Staudamm. Er hebt das Schmelzwasser von 9 Wasserläufen zurück, wird aber auch mit Wasser gespeist, das durch rund 20 km lange unterirdische Leitungen aus dem Genfersee aufgepumpt wird. Mit dem Wasser wird Strom produziert. Bald liegt der Staudamm aber schon wieder hinter uns und es wartet die nächste Herausforderung, die Überquerung von einer offenen Kuhweide. Eben, du meinst jetzt also... Jetzt kommt meine Kuhlandschaft, die ich noch nicht so gerne habe, oder? Machen wir wieder mal die Probe aufs Exempel. Wieso ist jetzt das nicht gefährlich? Das sind Rindli, das sind keine Mutterkühe mit Kälber. Okay. Die tun uns nichts. Die sind höchstens neugierig und können schauen. Ja, also das wäre nicht so lässig. Also, die wird sich gerade nicht stören lassen. Steht schon drauf vom Hermühen? Ja. Oh, 2 Stunden 20. Oh mein Gott. Das ist aber gut, ja, nicht schlecht. Jetzt sind wir auf dem höchsten Punkt. Jetzt geht es nur noch runter, Thomas, oder? Fast nur noch runter. Ich glaube nie daran, dass es nur noch runter geht. Aber wenn es dann viel runter geht, sind wir zwischendurch froh, wenn es wieder mal raufgeht. Okay. Also denkt immer daran, im Sommer viel zu trinken mitnehmen. Ja. Man kann gar nicht genug mitnehmen.
Wir werfen noch mal einen letzten Blick auf den Staudamm, wo viele schöne Picknickplätze für Wanderer bietet. Und dann erinnert uns die Flurnamen wie Le Coq oder Coquette, Herzmuscheln oder Herzmuscheln daran, dass da einmal ein Meer war, das sogenannte Urmeer. Und auf geht's ins nächste Abenteuer. Grüezi. So einfach ist die Rettungsaktion. geschafft. Also mutig durch die Kuhherde durch. Super genau. Gemacht, Andrea. Zum Schluss braucht es noch mal ein bisschen Kraft in den Armen und Beinen. Über La Tonche führt der Weg abwärts über ein anspruchsvolles Waldstück, Le Traverse. Dort gibt es über kurze Streckenabschnitte auch Drahtseil. Der Weg ist aber gut machbar und führt uns in verdienten Wanderfeierabend. Expo.